Die Video Tech Night wird Ihnen präsentiert von Lautsprecher Teufel. Tech Night. Tech Night. Ja, hallo und herzlich willkommen heute zu einer Spezialausgabe der Tech Night, denn es geht um den neuen Star Wars Film und der duldet keinen Aufschub, oder ihn zu besprechen, da duldet zumindest keinen Aufschub, und wir haben natürlich unseren Experten hier, unseren Steve, herzlich willkommen. Ja, hallo, hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja. Das ist immer wieder lieb, mindestens alle zwei Jahre gibt es mal den Anlass. Nee, ein bisschen öfter kriegen wir es hin, aber das ist wieder so ein Anlass, da muss ich natürlich kurz mal aus meinem Büro kommen und mit euch reden. Du hast ihn nicht nur schon gesehen, sondern du hast auch noch große Teile, oder Teile, große würde ich gar nicht vermuten, anmutmaßen, aber wir das mal so. Teile deiner Star Wars Sammlung mitgebracht, da gehen wir nachher noch ein bisschen drauf ein, was es hier so Schönes gibt. Du hast auch noch eine kleine Replik angezogen auf den letzten Teil. Aber jetzt geht es erstmal natürlich um Teil 8 quasi. Das ist ja der zweite Teil der dritten Trilogie sozusagen. Ja, genau nachzurechnen. Schieß einfach mal los. Wie war es denn gestern? Ja, wie war es gestern? Das ist eine sehr, sehr gute Frage, denn man muss sagen, anders als bei Episode 7, bin ich jetzt hier nicht so aus dem Kino gegangen und habe sofort gesagt, ja Mann, das war's. Das war der große Wurf, das war super, ich bin umgehauen. So ging es ja bei Episode 7 den meisten. Also dann vielleicht beim zweiten oder dritten gucken nochmal, okay, hat auch ein paar Schwachpunkte, aber viele haben gesagt, wow, das war irgendwie nochmal wie Episode 4. Wirklich nochmal so wie das alte, hier steht es auch, wie das alte Buch, das alte Krieg der Sterne. Und man sagt genau so, wo dann manche auch über die Länge gesagt haben, ja, vielleicht war es sogar ein bisschen zu sehr wie das alte Krieg der Sterne, weil man die Formel kopiert hat. Bei dem gestern ist es gar nicht so leicht, weil die letzten Jedi tut man sich schwer. Das ist, man ist ganz schön erschlagen, es ist ein ganz schönes Brett und deshalb, ja, laviere ich so ein bisschen rum. Er ist insgesamt gut und Star Wars Fans werden ihre Freude haben, um das vorwegzuschicken, aber er ist nicht dieser Home Run, wie es Episode 7 war, sondern das hier ist eher ein Spiel mit Anstrengung, das dann aber gewonnen wird. Dann lass uns doch mal schrittweise vorgehen, worum geht's denn eigentlich? Also ich erinnere mich noch bei Erwachen der Macht, am Ende sind wir auf der Insel und Luke Skywalker taucht auf, oder? Das war doch die letzte Szene. Genau, das war die letzte Szene und tatsächlich mit einer minimalen Einschränkung ist es diesmal der erste Star Wars Film, der im Grunde direkt anschließt. Mhm. Also wir haben das zum ersten Mal bisher bei den Teilen, was ja immer so ein paar Jahre sind vergangen oder ein paar Monate, man kann nicht so genau sagen, wie viel Zeit. Hier ist es erstmal so, dass es im Anschluss direkt weitergeht. Und allerdings nicht direkt mit der Szene mit Luke Skywalker, sondern erstmal sehen wir die Rebellen, also den Widerstand, wie die quasi mit General Snokes erste Ordnungstruppen in Konflikt sind und erleben eine Raumschlacht, die sich gewaschen hat. Also die ist wirklich fantastisch. Da ist man sofort im Star Wars Feeling wieder drin. Die stellt alles in Schatten, was man so in letzter Zeit gesehen hat. Und die ist meiner Meinung nach auch besser als die hochgelobte Schlacht in Episode 3. Ist es, glaube ich, am Anfang, wo Obi-Wan und Anakin rumfliegen. Mhm. Sondern das ist tatsächlich nochmal eine Raumschlacht, wo man sagt, wow, tolle Kameraarbeit, richtig schöne Bilder, die altbekannten Geräusche und Flugzeuge und alles. Richtig, richtig schön. Die Szene sehen wir zuerst und dann wechselt es auf die Insel, wo es im Grunde nahtlos weitergeht, ab der Stelle, als Rey das Lichtschwert hinhält zu Luke, und da geht's dann los. Ich möchte aber heute eigentlich gar nicht so wirklich auf die Handlung groß eingehen. Wir haben am Anfang wieder diesen Anfangstext, der reinläuft, der ist wieder schön simpel gehalten. Das war ja so ein bisschen das Problem bei Episode 1, 2, 3, diesen neueren, der Prequel-Trilogie, dass da alles ein bisschen zu kompliziert war mit Handelsföderation und Steuern und, also das hat gar keiner mehr verstanden, aber die ursprüngliche Trilogie, und so war auch Episode 7 und so ist jetzt auch der wieder, hat einen Grundplot, der ganz, ganz simpel ist. Da die Rebellen, da die Bösen, gegeneinander muss man arbeiten und es ist einfach ein Krieg der Sterne. Und das macht dieser Film eben auch wieder, wobei es eben nicht ganz so locker leicht gelingt wie mit Episode 7. Also zwischendurch verliert sich die Story ein wenig, kommt nicht richtig von der Stelle. Also es sind dann sehr, sehr viele Schauplätze, unsere Figuren reisen an viele Orte, aber eigentlich passiert nichts. Und da denkt man so einen kleinen Moment, na, hoppala, hier verfransen wir uns ein bisschen im Erzählen, aber dann bekommt man die Kurve wieder und es funktioniert wieder und dann ist ja gut. Also man tut sich etwas schwerer, was glaube ich aber auch daran liegt, dass man mit Absicht versucht hat, eben auch wegen der Kritik, Episode 7 sei zu sehr eine, ja, Blaupause von Episode 4, dass man gesagt hat, wir machen jetzt was Eigenes, wir erzählen eine eigene Geschichte, eine neue Sache, denn das haben ja viele vermutet, wird das jetzt wie das Imperium schlägt zurück, wird das jetzt nochmal genauso der Handlungsbogen? Und nee, ist es nicht. Tatsächlich ist es eine eigene, neue Geschichte, die
wirklich zwar Anleihen hat an das, was man kennt, aber eben wirklich in eine ganz andere Richtung geht. Kannst du ein bisschen was sagen, so den Anteilen, sagen wir mal, also du hast ja schon angesprochen, bombastische Kampfszenen am Beginn, so, Action und ja, auch so, man weiß ja von den letzten Star Wars Filmen, dass auch sehr viel Romanze, sehr viel Zwischenmenschliches eine Rolle gespielt hat. Ja, das hält sich hier eigentlich gut die Waage. Okay. Also das ist wirklich sehr, sehr schön. Wir haben sehr, sehr schöne menschliche Momente, die auch uns wirklich zurückversetzen in die alten Episoden, die wir aus unserer Kindheit kennen. Also wo man wirklich sagt, das ist ein Moment, da möchte ich jetzt nichts verraten, aber das sind so Momente, wo man sagt, wow, dass ich das nochmal erlebe, nochmal so eine Szene zu haben, wie ich sie damals hatte, ohne dass es wie eine Kopie wirkt, sondern eher als Bezug darauf. Wunderbar, also sehr schön menschlich und aber auch Bombast und Effekt Gewitter, das sich gewaschen hat und das tatsächlich, ja, den, deshalb ist es so ein bisschen schade, dass der Titel im Deutschen nicht mehr verwendet wird, wirklich den Krieg der Sterne begreifbar macht. Wir haben hier, also ob das Bodenkämpfe sind, ob das Luftkämpfe sind, wir sehen wirklich die Soldaten im, ja, Schützengraben, sage ich mal, also so kennt man es eigentlich mittlerweile nur aus Star Wars Videospielen wie Battlefront, wo man wirklich sagt, Mensch, wow, so habe ich Krieg der Sterne noch nie erlebt, was technisch heutzutage möglich ist. Mhm. Dabei wieder schön die Balance, das hat man ja mit Episode 7 angefangen, mit Computereffekten und Practical Effects, also wirklich gebaute Kulissen und gebaute Figuren und Animatronics, also eine schöne Mischung und das ist Star Wars pur. Es gab halt ein, zweimal Anleihen an diese, ja, unrühmlichen Episoden 1, 2, 3. Das ist eben einmal das Erzählerische, wo man sagt, da verheddert man sich ein bisschen. Und das andere ist, dass es ein paar so Settings gibt, Orte, die unsere Figuren besuchen, die dann doch sehr CGI und sehr moderne schreien. Also für mich persönlich, das ist aber natürlich eine persönliche Geschmackssache, ist Star Wars immer dieser Fantasieort irgendwo, es steht ja am Anfang immer da, in einer weit, weit entfernten Galaxis vor langer, langer Zeit. Immer wenn es so ein bisschen aussieht wie bei uns, finde ich das so ein bisschen schade. Ich werde jetzt aus diesem Film nichts erzählen. Ich sage mal nur ein Beispiel aus diesen neueren Episoden. Und da gibt es ja dann zum Beispiel so ein Diner, in das Obi-Wan Kenobi geht, um sich da Informationen zu beschaffen. Und das Diner sieht einfach aus wie ein amerikanisches Restaurant, so ein Diner. Und das finde ich immer so, das passt für mich in die Star-Wars-Welt nicht. So was Ähnliches haben wir hier auch einmal, wo ich sage, okay, das könnte jetzt auch die Zukunft unserer Welt sein, finde ich nicht so schön. Da bin ich doch lieber irgendwie auf den fremden Welten und fremden Planeten. Ja, okay. In den Momenten war es ein bisschen kritisch, aber insgesamt ist er toll, hat ein paar sehr, sehr schöne Momente und wird jeden Star Wars-Fan, glaube ich, begeistern. Der Score ist wieder von John Williams, hat die Themen aus Das Erwachen der Macht wieder aufgegriffen, das weiterentwickelt. Das ist der Vorgängerscore hier. Genau, das ist eben, das ist der Soundtrack. Und diesmal natürlich auch wieder auf CD. Und er hat ein paar ganz alte Anleihen wieder an die alten Musiken natürlich aus den alten Teilen, also das besonders in einer Raumschlacht, der ja so heiß geliebte Millennium Falke, wenn er dann mit den TIE Fightern oder sonstigen Raumschiffen kämpft, wenn man da dann die alte Musik von damals wieder hat, dann ist man sofort wieder drin, also das ist schon sehr, sehr schön. Wie sieht es denn mit den handelnden Personen aus? Gibt es da jemanden, der besonders hervorsticht? Gibt es da Entwicklungen, die irgendwie besonders spannend sind? Also es zeigt sich, dass man wirklich ein glückliches Händchen mit der Besetzung von Episode 7 hatte. Also wir haben ja weiterhin Daisy Ridley dabei und John Boyega, die so die Hauptfiguren sind. Und die beiden machen das nach wie vor richtig, richtig gut und sind unverbraucht und zeigen nochmal, was sie können. Dürfen jetzt hier noch mehr glänzen. Die Figuren entwickeln sich schön weiter. Auch immer so, wo man denkt, na, in welche Richtung geht's? Also es ist nie so vorhersehbar langweilig, sondern man denkt immer, na, wird sie sich so entscheiden, wird er das und das tun und dann tun sie vielleicht teilweise auch genau das andere. Also das ist sehr, sehr schön. Hervorstechen wirklich, da ist für mich eigentlich nur einer drin, der so ein bisschen mich gestört hat und das ist Benicio del Toro, der ist diesmal als Nebenfigur zu sehen, ist ein Neuzugang und da auch wieder schwierig, ist halt ein sehr bekanntes Gesicht. Also das Schöne bei Star Wars ist ja oft, dass eigentlich eher unbekannte Leute verwendet werden oder Leute, die bis dahin noch nicht den großen Durchbruch hatten, sagen wir es so, Ausnahme vielleicht ein Alec Guinness, dann ist es so eine Nebenrolle, aber der ist auch sehr zurückgenommen gewesen als Obi-Wan, aber der Benicio del Toro chargiert ein bisschen so eine Knalltype, wo man sagt, das vielleicht ein bisschen too much, das hätte nicht sein müssen und das ist vielleicht auch noch ein anderer Kritikpunkt, dass teilweise der Humor ein bisschen ein anderer ist. Jetzt kann man immer sagen, die Star Wars Filme sind auch Ausdruck ihrer Zeit, so macht man das. Der Humor ist teilweise, man kann es vergleichen mit den heutigen Marvel-Filmen. Also wenn in so einer Action-Szene dann mit einem flotten Spruch gebrochen wird, natürlich haben das die alten Teile auch gehabt. Auch da hat Han Solo einen lustigen Spruch zu Chewbacca gemacht und Co., C3PO irgendwas Blödes gesagt, aber hier ist der Humor teilweise schon noch so ein bisschen mehr, wo ich sage, ihr seid gerade in einer bedrohlichen Situation, ich weiß nicht, ob ihr diesen Gag jetzt als Comic Relief gebraucht hätte. Dabei ist es aber noch nicht albern und wir sind nicht auf dem Level von dem Jar Jar Binks. Also.
Okay, wie sieht es denn überhaupt mit den Druiden und dergleichen aus? Wie wichtig sind, kommen die vor? Wie wichtig sind sie? Also R2 und C3PO, das kann man schon sagen, sind Nebenfiguren, sind auch gar nicht viel im Fokus. BB-8 hat wieder viel zu tun, oder BB-8, wie er im Deutschen heißt. BB-8 hat wieder sehr, sehr viel zu tun. Bekommt diesmal auch, das wurde ja im Merchandise schon vorher weggenommen oder im Spielzeug, bekommt diesmal auch einen Gegenspieler, nämlich BB-9E. Das ist dann so ein wobei ja mit dem gar nicht so viel zu tun. Also wie das ist auch so mit den anderen Nebencharakteren. Ich weiß nicht, ob du die mitbekommen hast, diese Porks, diese lustigen kleinen, halb Hamster, halb Hühnchen, keine Ahnung, ich weiß nicht, die kommen vor und die sind so ein bisschen, das geht so in Richtung, sag ich mal, Baby Groot. Okay. So ein bisschen in die Richtung. Ich finde aber immer, dass es gerade noch die Kurve kriegt, nicht zu nerven. Und dass man nicht denkt, okay, jetzt ist es eine Spaßshow. Also Tierfreunde kommen auch auf ihre... Tierfreunde kommen auf ihre... Kosten. Ja, und es kamen keine... Mit es kamen keine Tiere zu Schaden während des Drehs. Nein, vielleicht. Ich will nicht spoilern. Vielleicht. Schmecken die auch ganz gut. So. Ja, okay. Ja, dann lass uns doch mal ein bisschen hier parallel in deine... Genau, deine ich habe hier so ein bisschen eine Auswahl mitbekommen, also vielleicht für alle Leute, die nicht so Star Wars bewandert sind, wo fängt man an, ist schwierig. Ich bin immer noch der Meinung, zuerst sollte man immer die ursprüngliche Trilogie gucken, bin da ein großer Fan davon, wirklich zu sagen... Ja, muss man, die stehen natürlich immer viel im Regal, aber die ursprüngliche Star Wars Trilogie... So sind die Filme erschienen im Kino und so sollte man sie, finde ich, auch in der Reihenfolge gucken, denn natürlich sind das andere Vorgeschichten, aber die Filmemacher wussten ja auch, was es schon gibt, beziehen sich also auf Dinge, die sie schon erzählt haben und die bei den Filmen war noch nicht klar, ob es je die Vorgeschichte geben würde und deshalb sind hier bestimmte Überraschungsmomente drin, die, wenn man jetzt anfangen würde mit Episode 1, 2, 3, sich einfach kaputt machen würde und vorwegnehmen würde. Das wäre schade, deshalb kann man die Geschichte trotzdem gucken, aber ich finde, es wäre schade, deshalb kann ich jedem Einsteiger empfehlen, man fängt mit der klassischen Trilogie an, das heißt Eine neue Hoffnung, Episode 4, Das Imperium schlägt zurück, Episode 5 und Episode 6, Die Rückkehr der Jedi-Ritter. Das wäre so der Einstieg. Ist ja auch schon so, ich meine, auch wenn damals George Lucas natürlich schon alles rausgeholt hat, was hier ging, aber natürlich merkt man an der Macher schon, dass es unterschiedliche Zeiten waren. Insofern auch deswegen schon allein macht Sinn, damit anzufangen. Wer sich das nicht nur auf DVD oder sogar auf Blu-ray angucken will, sondern wer sich die VHS noch leihen möchte, kann bei dir mal durchdingen. Kann ja gerne mal durchdingen. Ne? Also, genau, da ist auch noch vorhanden. Ist in Widescreen immerhin, ne? Widescreen, klar, THX. Also da tadellos. Für höchste Ton- und Bildqualität. Vor allem, was hierbei natürlich entscheidend ist, das ist eben die noch nicht Special Edition. Denn George Lucas hat ja die Filme nochmal überarbeitet, nochmal ins Kino gebracht mit neuen Effekten, die nicht allen Fans gefallen und mich stören dabei nicht nur die Effekte, sondern teilweise wurden auch Szenen geändert, die inhaltlich ein bisschen den Unterschied machen und auch die Dramaturgie ein bisschen kaputt machen. Von daher warten alle Fans immer noch sehnsüchtig, dass die mal komplett erscheint auf Blu-ray, die unveränderte Fassung. Genau. So, dann natürlich, den Soundtrack haben wir schon gezeigt, Force Awakens, also wer natürlich da hier nochmal in diese neue Trilogie einsteigen will, zuerst dem sei natürlich auch dieses Produkt hier ans Herz gelegt. Genau, das ist das Erwachen der Macht. In 3D, da hat man ja ein bisschen drauf warten müssen da. Genau, das hat ein bisschen gedauert. Ich persönlich mag den 3D-Effekt. Es gibt da ein paar Szenen, die sind sehr, sehr toll, gerade wenn so ein riesiger Sternzerstörer mitten in dein Wohnzimmer ragt. Also das ist schon Star Wars-Feeling, dass es nicht anders gibt. Ich weiß, viele mögen das 3D nicht so. Ich bin großer Fan. Aber es wird sonst nicht so übertrieben. Also das ist so eine Szene, die man, da braucht man auch mal diesen 3D-Effekt. Ansonsten eigentlich sehr maßvoll eingesetzt. Genau, und dann gab es im vergangenen Jahr eben diese Vorgeschichte, die quasi direkt vor diesem Film, also der Film spielt so, dass er direkt in die Trilogie übergeht, nämlich Rogue One. Da geht es darum, wie kommt man überhaupt in den Besitz der Todessternpläne. Und das ist so eine Vorgeschichte und das war so ein bisschen Methadon für Star Wars Fans. Also er wurde im vergangenen Jahr einfach so als Ersatzdroge quasi geliefert. Ist aber ein guter Film bei rausgekommen. Absolut, absolut. Also kann man gucken. Er ist ein bisschen spannungsarm, aber darum geht es bei dem Film nicht, weil man natürlich weiß, wie es ausgeht. Da hast du hier auch noch die offizielle Sticker-Kollektion. Ja, ganz genau. Ich war nicht so gründlich beim Sammeln, ich gucke lieber nicht rein. Du musst es mal, ich habe zwar auch alle Filme gesehen, aber du musst mir mal als wirklicher Fan sagen, also ich hatte natürlich so aus meiner Blickwinkel immer die Sorge, jetzt wenn seit Disney dabei ist, könnte Star Wars auch sehr Disney-esk werden, aber eigentlich ist die Gefahr ja... Also jetzt, wenn man mal vom Merchandising und dergleichen absieht, nicht gebannt und Mickey Mouse ist ja auch noch nicht aufgetaucht. Nee, genau. Also die große Frage ist ja immer, was ist Disney-esque und ist es Star Wars das nicht schon immer? Also da ist dieses, es wird ja bei den neuen Episoden, die ich, jetzt habe ich es ja oft genug gesagt, nicht so mag, Episode 1, 2, 3, immer sehr viel geschimpft über zum Beispiel Jar Jar Binks, diesen albernen Alien, der so ein bisschen flapsig ist, aber
C3PO und R2D2 waren schon immer genauso. Die haben schon immer lustige Sprüche gemacht, das war schon immer was für Kinder. Und was wir nicht vergessen dürfen, in Rückkehr der Jedi-Ritter gab es die niedlichen Ewoks. Also da, wenn das nicht Disney ist, dann weiß ich nicht. Und da hatte Disney noch lange nichts damit zu tun. Von daher, nee, gar keine. Also es ist immer noch Star Wars. Und im Gegenteil, ich habe eher das Gefühl, Disney hat eben dieses ganze Markending besser drauf und sagt, wir wissen, was der Kern ist, worauf wir hinaus wollen und behalten das so ein bisschen da die schützende Hand drüber, dass einfach eine Marke nicht verletzt wird. Und da hat ja gerade der ursprüngliche Erfinder George Lucas mit seinen eigenen Produktionen nicht immer nur Gutes für die Marke getan. Disney hat jetzt so ein bisschen eine schützende Hand drauf und macht das ganz gut. Die Frage ist, ob irgendwann eine Übersättigung kommt, eben mit diesen Zwischenfilmen. Ich finde es natürlich inzwischen Wahnsinn, weil jedes Jahr kommt ein neuer Film, das ist ja toll, also gerade für die Hardcore-Fans, aber es genauso viel passiert natürlich auch im Merchandising. Also genau, Star Wars sind ja inzwischen eigentlich Dauersortiment in Supermärkten und Kaufhäusern und dergleichen. Also und also da fehlt mir so ein bisschen dieser Überraschungseffekte oder dieser ich freue mich jetzt wieder drauf Effekt, und da gibt es auch mal Sachen, die will ich unbedingt. Nee, genau, also tatsächlich in den letzten Monaten, man kann es ganz offen sagen, gab es keinen Aldi oder Lidl-Prospekt, in dem nicht in jeder Woche gerade vor Weihnachten irgendwelche Star Wars-Produkte drin sind. Und da ist es tatsächlich so ein bisschen, da ist man mit der Marke fast ein bisschen nachlässiger. Im Grunde hat man das Gefühl, alles bekommt die Lizenz. Also jeder, der anfragt, bekommt die Star Wars-Lizenz. So sieht's ein bisschen aus. Und das hier, aber sehr, also du hast ja ein paar nette Beispiele dabei, zum Beispiel das hier finde ich natürlich schon, die Pets-Kollektion. Genau, das sind ja so Klassiker. Also das finde ich natürlich schon sehr, sehr schick mit Darth Vader, Yoda, Chewbacca, alle mit dabei. Genau. Mit sowas kann man mich auch begeistern. Inzwischen abgelaufen, hast du gesagt, aber gut. Ja, da, lange das gehalten, das ist, wenn die von vor zwei Jahren sind, jetzt erst im Juni. Genau, aber das ist natürlich dieses alte Sammlerding. Ne? Die Fans lassen die Sachen original eingepackt, das packt man natürlich nicht aus. Ganz genau. Geht natürlich nicht. Dann hier haben wir auch noch Rogue One, die Pop... Abfiguren sind ja... Genau, da gibt es ja jetzt auch zum neuen Teil wieder welche. Gibt es eben unter anderem diese Pork, diese neuen Aliens. Und dann musst du mir noch... Also hier ist ja ein Comic, das Imperium schlägt zu. Ja? Und du hast auch noch... Du hast ja auch noch den Comic in verfilmter Form. Genau, sozusagen. Also da gibt es ja mittlerweile ganz viel. Also da kann ich ja so gar nichts damit anfangen, aber das liegt vielleicht an meiner generellen Comic-Abstinenz. Ach naja, also das Comic, das hier sind halt eben so alte Geschichten, die damals weitererzählt wurden. Da gibt es ganz unterschiedlich. Da gibt es einmal ganz klassische Comics, die einfach die Geschichten nochmal nacherzählen. Dann gibt es Geschichten, die erzählen Star Wars weiter, ohne das, was dann später im Film passiert. Also sind mittlerweile kein Kanon. Diesen Kanon zu durchschauen, das ist auch ganz, ganz schwer. Als Disney Lucasfilm und Star Wars aufgekauft hat, vor ein paar Jahren, wurde auch ganz viel gesagt, das gehört jetzt nicht mehr in unseren offiziellen Kanon und es gibt nur noch ganz klare Regeln, was dazu gehört und was nicht. Was dazu gehört, ist diese Disney-produzierte Fernsehserie Rebels. Die spielt eben so um die Zeitspanne, also zwischen dieser Prequel-Trilogie und der klassischen Trilogie, deshalb gibt es hier auch schon Darth Vader. Und es geht da um eine Truppe von Helden, die sich der Rebellion anschließen, die wir vorher sonst aus den Filmen noch gar nicht kennen und die tatsächlich hier ganz eingeschlichen sind. Ist ein bisschen kindgerechter, also man sieht es hier schon ab 6 Jahren und ist ein guter Einstieg, wobei ich mich halt immer ein bisschen frage, funktioniert das so oder ist es so schön, wenn man damit einsteigt? Denn eigentlich ist der Anfang immer die klassische Trilogie und dann einfach so diese Nebengeschichten sind so, ja, irgendwie schöne Nebenhäppchen, aber will man damit einsteigen? Ich weiß es nicht. Jetzt hast du noch eine Ausgabe von dem englischen Filmmagazin Empire mitgebracht. Die ist aber schon ein paar... Die ist auch schon ein bisschen älter. Das war damals... die haben sich ja tatsächlich... Die Empire, das ist ja so ein sehr renommiertes Filmmagazin, ganz, ganz toll. Und die heißen ja nicht ohne Grund Empire, sondern... Sie haben sich benannt nach Das Imperium schlägt zurück, The Empire Strikes Back. Damals ein riesen Erfolgsfilm, genauso alt ist die Zeitschrift ungefähr. Und der Film wird unter Fans immer abgekürzt als nur Empire. Niemand sagt, Das Imperium schlägt zurück, sondern es wird immer nur Empire gesagt. Und wir hatten damals so ein Cover eben gemacht mit verschiedenen Figuren und man hat per Zufall als Abonnent eben irgendeins bekommen. Ich hatte dann den Scout Trooper, ob das jetzt so die bekannteste Figur ist. Naja, manchmal hat man Glück, manchmal nicht, aber vielleicht ist es inzwischen eine Rarität, genau. Ja, sehr cool. Tolle Sammlung. Wer nochmal reinschauen will, was du sonst so alles an Star Wars Memorabilia besitzt, kann auch vor zwei Jahren zu Erwachen der Macht angucken. Genau. Da gab es hier andere Produkte zu sehen und wir freuen uns natürlich schon auf in 2 Jahren, wenn dann wieder 2019, nachher, ja. Beim letzten Teil dieser Trilogie quasi. Wenn du genau, man sieht also, es fehlt jetzt tatsächlich noch an die letzten Jedi-Merchandise, also da müssen wir noch nachrüsten, aber das wird sich hoffentlich machen lassen. Sponsoren, die interessiert sind, bitte an der
Stelle Produkte zu mir. Halt uns einfach am Laufenden, wie das läuft. Den Kindersekt kann ich da dann mal mitbringen. Sehr gut, ja, sehr schön. Ja, genau. Jetzt nochmal zum Schluss zurück zu den letzten Jedi. Jetzt mal deine Einschätzung auch so ein bisschen nach dem, was du erzählt hast, nachdem du es gesehen hast und nach dem Hype, der natürlich trotzdem jetzt wieder passiert, auch in diesem Dezember, wird's der nächste große Rekord oder wird's eher so? Ich glaube schon. Ich glaube, dass er auch den Leuten gut gefallen wird, weil die tollen Momente überwiegen. Also es ist das Positive an Star Wars, was man sehen will, ist alles drin. Es gibt ein paar Momente, wo man denkt, oh, jetzt droht es zu kippen, aber das passiert nicht. Es gibt ein, zwei krasse Überraschung, also wirklich nur ein, zwei. Ich finde, es gibt nicht so viele Sachen, die man spoilen kann. Wir haben es jetzt trotzdem mal ausgelassen, aber es gibt ein, zwei Momente, wo man denkt, na hoppla, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Von daher wird es auch viel Gesprächsstoff geben. Ich glaube, darüber wird sehr, sehr viel noch geredet werden über den Film und ich glaube, das wird ein Kassenschlager und ich glaube, Disney hat da alles richtig gemacht. Und am Ende gehen wir wahrscheinlich wieder raus und sagen, warum ist 2019 erst in zwei Jahren sozusagen. Genau, ja, so in etwa ist es. Vermutlich sein. Ja, Steve, dann ganz herzlichen Dank für deine Einschätzungen und du hast es wunderbar spoilerfrei hin. Bekommen, denke ich mal. Ich sage mal, bei dem Film ist es ja auch einfach, den guckt ja sowieso jeder. Also wenn es interessiert, guckt den sowieso. Wenn ich jetzt gesagt hätte, der Film ist der größte Murks, wir Filmfans gucken den ja sowieso. Also. Naja, man muss sich bei YouTube-Headlines ja auch unterscheiden von den anderen, hättest du auch sagen können, aber es ist, wie es ist. Schön, dass er dir unterm Strich gefallen hat und wir wünschen euch natürlich viel Spaß im Kino. Im Frühjahr kann man ja annehmen, rund um Ostern wird es da wieder die entsprechende Blu-ray-Auswertung geben. Mhm. Wir geben immer noch die Hoffnung nicht darauf, dass Disney da auch mal in die 4K-Welt einsteigt bei der Vermarktung. Früher oder später werden sie. 3D ist ja zum Glück immer noch ein Thema. Da freuen wir uns natürlich auch schon drauf, aber jetzt erstmal auf die große Leinwand mit dem neuen Star Wars The Last Jedi, die letzten Jedi und euch dabei. Viel Spaß, dir herzlichen Dank. Genau. Ciao. Take my time. Die Video Tech Night wurde Ihnen präsentiert von Lautsprecher Teufel.